Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial und zwar wieder zu meinem Bahnhof, Minecraft Bahnhof mit über 1000 Minecraft Speicherplatz, wenn man das halt hoch genug macht. In dem Fall müsste man es eben bis zur Bauhöhe machen. Ich habe es jetzt nicht so hoch gemacht, das wäre jetzt fürs Tutorial etwas doof. Zunächst mal hier nochmal die alte Version, die sieht man, die ist sehr groß, die ist nicht besonders kompakt. Und jetzt die neue Version, die ist dank der neuen Comparators und Redstone Blöcke wesentlich kleiner. Und auch ein bisschen komplizierter, beziehungsweise schon ein ganzes Stück komplizierter. Und wie das genau funktioniert, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und ja, seid gespannt im kommenden Tutorial. So, und hinein ins Tutorial. Also wir sehen hier, dass wir hier eine Grundfläche haben von 4x7. Und als Stuff, den wir hier im Inventar haben, haben wir Redstone, Redstone Repeater, Torch, eine Wolle, Knöpfe, Redstone-Blöcke, gepowerte Rails, Detector-Rails und Dispenser. Und außerdem brauchen wir Comparator, aber die sehen wir nachher. Als nächstes bauen wir mal den grundlegenden Aufbau. Das heißt, es geht hier so hoch, genauso auf der anderen Seite auch. Das hier ist die Stopperbahn. Das hier ist quasi nur zum Bauen als Hilfslinie. Und anschließend baut ihr hier immer so Viererlinien von Wolle hin. Und an die Hinterseite baut ihr jetzt immer Dispenser hin. Als nächsten Schritt müsst ihr hier Detector Rails hinsetzen und direkt daneben Redstone Blöcke, damit man dort dann quasi die Power Rails hinsetzen kann. Das heißt, wir setzen hier die Power Rails alle in dieser Weise hin und erhalten dieses Muster. Nun kommen wir zur Redstone-Technik, die jetzt wirklich da drin steckt und die ist nicht so einfach wie sonst. Das Ganze liegt an den Comparators und naja. Als erstes müsst ihr diesen Grundriss hier nachahmen und zwar bis zu diesem Punkt, wo hier die Linie aufhört und hier einen Knopf hinsetzen. Anschließend kann das hier alles mit Redstone ausgefüllt werden, nur dass ihr den einen hier wieder zu einem Repeater macht. Jetzt kommt der eigentliche Vergleicher zwischen den Eingängen und das hatte ich ja bei der alten Version mit einem NAND gemacht und bei dieser Version läuft das jetzt über den Comparator. Nochmal als kleine Wiederholung quasi. Hier sehen wir den Comparator in seiner Funktion, das heißt, wenn ein stärkeres Signal reinkommt, also von hinten kommt ein Signal und das leitet eigentlich auch durch. Wenn jetzt allerdings ein stärkeres Signal daneben kommt, dann wird dieses Signal unterbrochen. Haben wir jetzt allerdings ein sehr starkes Signal von hinten, dann natürlich wieder nicht, deswegen gibt es hier den Knopf hier vorne, der sorgt dafür, dass die Signale voneinander abgezogen werden und dadurch erreiche ich genau die Funktion, die ich in diesem Fall hier brauche. Das heißt, wir haben hier einen Eingang und der hat hier seine stärkste Stärke, sagen wir, nennen wir sie einfach mal 15 und dann sagen wir, dass dieses Redstone hier auch 15 hat, dann werden die voneinander abgezogen, weil diese Lampe hier hinten durch einen Rechtsklick aktiviert wurde. Und 15 minus 15 ist 0 und deswegen kommt nichts raus. Ist diese hier allerdings nicht aktiviert, dann kommt hinten ein Ausgang raus und kann jetzt zum Beispiel zu einem Dispenser führen. So, in diesem Fall heißt es jetzt, dass wir hier einige Repeater und Dispenser brauchen werden. Als erstes setze ich hier den Redstone, der ist ja kein Problem wegen dem Repeater. Und hier das Redstone. Und jetzt muss geschafft werden, dass diese beiden Redstone zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Block sind. Deswegen nehmen wir hier zwei Repeater mit jeweils zwei Ticks Verzögerung. Jetzt kommt der Comparator ins Spiel. Der Comparator, der vergleicht jetzt zwischen diesem Signal hier und diesem Signal. Und nur wenn beide an sind, im gleichen Moment, nur dann zieht er sie voneinander ab und gibt dann eben eine 0 als Ausgang aus. Das heißt, wir aktivieren hinten die Lampe. Und wenn wir das jetzt hier aktivieren, dann kommt eine 1 raus hinten, wenn wir hier nichts haben und wenn da jetzt ein Minecart stünde, dann käme eben eine 0 raus. Wenn jetzt eine 1 rauskommt, dann müssen wir das natürlich an den nächsten Repeater weitergeben. Dazu habe ich mir folgendes Verfahren überlegt, ich nehme einfach zwei Redstone-Fackeln und invertiere quasi doppelt, sodass ich das hier so hochleite, ohne dass es da irgendwie Komplikationen mit anderen Redstone-Leitungen gibt und setze hier diesen Block so drauf und dadurch wird auch verhindert, dass sich da sonst irgendwas verknüpft und außerdem wird das eben an den nächsten Block hier weitergeleitet. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine 1 habe, dann leuchtet das hier auf.
weil, ich kann das nochmal zeigen, Moment, das Ganze so aktiviert wird. Nun setzen wir hier wieder dieses Pattern, was wir unten auch schon hatten, nochmal drauf. Das heißt, wir bauen in etwa so und dann geht es wieder hier hoch und bis hier nach oben und dann geht das Ganze von vorne los. Das heißt, das Ganze wiederholt sich eben immer und so lange ihr das eben haben wollt. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann auch stacken ab diesem Punkt. Es gibt nur eine Sache zu beachten jetzt für die nächsten Stockwerke und zwar muss an dieser Stelle hier ein Repeater sein. Warum auch immer, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, funktioniert es mit dem Redstone hier nicht. Dann entsteht eine Clock und das sollte eigentlich nicht passieren, das passiert aber dann, wenn das halt ein Stock über dem ersten Stock ist und ich weiß nicht wieso. Fragt mich nicht, es ist halt so, deswegen müssen wir hier einen Repeater hinsetzen, der das Ganze nochmal um einen Tick langsamer macht. Allerdings können wir hier diese anderen setzen und anschließend noch einen Comparator. Es war natürlich wahnsinnig intelligent, das so zu machen. Und ganz hinten ein Redstone. Dann ist es genauso wie hier unten. Und hier oben natürlich auch so. Das heißt, wir setzen die Repeater so, so. Dann setzen wir das Redstone überall eben dazwischen. Und anschließend noch den Comparator, der natürlich wieder hier seine besondere Funktion haben muss. Anschließend brauchen wir noch die Redstone-Fackeln, die hier wieder so nach oben platziert werden und genauso eben auch hier. Etwa so. Und dann eben noch der letzte Stock, der oben drauf kommt und dann können wir das auch gleich ausprobieren. Eigentlich bräuchten wir die Technik hier oben nicht, die habe ich jetzt einfach nur gemacht, damit man das quasi fortsetzen könnte. Allerdings ist ja in dem Fall das hier der oberste Dispenser, deswegen braucht man das theoretisch nicht und wir setzen einfach jetzt hier unten mal Minecarts rein. Hier mal sagen wir mal 1 und dann hier oben wieder 2 und dann kann man das Ganze auch testen, das heißt wir fliegen jetzt hier rum. Das Ganze hier kann man noch verschönern, das heißt man kann das hier so abdichten und von dem hier oben sieht man auch nichts, wenn man hier so Sachen hinbaut und dann kann man hier hinten das Abfahrtsgleis hinbauen. So in etwa. Und wenn wir jetzt das hier aktivieren, dann fährt aus dem ersten ein Minecart raus. Dasselbe passiert jetzt immer wieder, solange wir eben hier diese Situation gegeben haben. Jetzt kommt es aus dem nächsthöheren, wie man hier oben sieht. Genau 1. Und dann wieder. Und dann kommt es wieder aus dem nächsthöheren, also aus dem obersten. Aber ihr seht auch schon, es dauert immer länger mit der Zeit. Und deswegen ist das auch zu empfehlen vielleicht für Server, wo die Leute ein bisschen Zeit haben, aber manchmal kann es echt dauern. Und wir haben glaube ich nicht mehr Minecart drin, doch eins ist noch drin. Dann hat er da eben ein bisschen gefailt. Ihr wisst ja, Redstone ist auch ein bisschen buggy. Ach, hier hat sich wieder eine Clock eingestellt. Das ist immer etwas seltsam. Ach ja, ich habe hier einen Fehler gebaut. Die Repeater müssen natürlich nicht dorthin, sondern hierhin. Das liegt, jetzt kann ich mir das auch erklären, da hatte ich eben einen kleinen Fehler in meiner Gedankenwelt quasi. Dieses hier wirkt wie ein Repeater und schießt den Strom in diesem Block und der leitet das hier an das Redstone weiter. Dadurch entsteht eine Clock, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, der Repeater muss 1 versetzt sein, ansonsten funktioniert das Ganze locker. Das heißt, wenn ich das jetzt aktiviere, dann kommt eben das nächste Minecart raus. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr das Ganze liken würdet und vielleicht auch sogar favorisieren. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Tutorial. Let's show play, Wolf im Würfelig oder was auch immer. Ciao.